kriegen, deswegen haben wir auch zum Glück hier die den Klingenzauber reingepackt und jetzt brauchen wir noch ein Stück Menschen. Dann sollten wir fertig sein. So, noch so. Das haben wir jetzt erstmal fertig und ich sage, ich könnte jetzt die ganzen anderen Quests natürlich auch machen. Das wäre natürlich auch, ja, das wäre natürlich in so einem Rutsch gemacht dann alles, aber ich muss diese eine Quest, ich muss die Erleuchtungsquest jetzt mal fertig machen. Deswegen fliegen wir jetzt wieder zurück zum Mentalisier, beziehungsweise laufen wahrscheinlich auch dahin. Also ist ja nicht weit. Nein, eigentlich überhaupt nicht weit. Dann müssen wir nur hier aufs nächste Land kommen und dann... Obwohl, dann können wir auch direkt nochmal hier rüber fliegen, weil wir haben ja gesehen, wir haben jetzt noch eine normale Quest. Das ist jetzt bei den Kamillengärtnerin. Und das ist dann die letzte Quest, die wir in diesem Level auch annehmen können, so, weil verrückter Steinfüllungsteil mache ich ja nicht. So. Dann haben wir auch alle Quests erstmal. Dann mache ich die alle durch. Bis dann bin ich eh wahrscheinlich schon Level 35, bis ich die fertig habe. Kamillengärtnerin, ich bin ja sowieso gerade so gut dabei, Sachen vorzulesen. Also es war schon gerade echt wow. Oh mein Gott. Perfect World wird dieses Jahr anscheinend auf der Gamescom sein. Wie mega geil ist das? Ich werde auch da sein. Aber bis das hier rauskommt, ist die Gamescom eh schon vorbei. Alle nennen mich immer die Kamillengärtnerin. Nicht einmal ich erinnere mich noch an meinen echten Namen. Das ist traurig. Die besorgte Gärtnerin. Ich lebte auf den Himmelsstufen und pflanzte unserer Familientradition vollen Kamillen an. Die Monster haben mich dort vertrieben. Es ist kein Problem für mich umzuziehen, doch die wertvollen Samen der Gilderia-Kamille sind verloren. Die Gilderia ist die wertvollste und beliebteste aller Kamillen, die meine Familie angepflanzt hat. Die Samen enthält man erst nach jahrelanger mühsamer Arbeit, aber sie sind verloren. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, um neue Samen zu bekommen. Ich suche für euch nach ihnen. Wo lagert ihr sie üblicherweise? Ich habe die Samen auf einem gut belüfteten, sauberen Ort in meinem Haus aufbewahrt, doch die Monster haben mein Haus zerstört, was die Suche erschwert. Ich weiß von einem alten Mann, der am nördlichen Fuß des Berges wohnt. Er ist dort hingezogen, weil er die Landschaft liebt. Ich denke, er kennt die Situation dort. Ich werde ihn fragen. Ja. Zum Mentalisier wollten wir einmal, da müssen wir jetzt hier wieder rüberfliegen. Wir können natürlich auch laufen, dann müssen wir aber hier so einen Schlenker machen. Darauf habe ich jetzt gerade nicht so den Bock. Oh, mein Hintern klebt am Stuhl fest, weil ich nur so eine kurze Hose habe. Und dann klebt die Haut. Und ist da gerade... Das ist das geilste Suche, Schmied Level 4 mit geilen Namen. Pammy. Ja, wäre ich jetzt Schmied Level 4, würde ich mich direkt drauf melden. Also ich denke mal, er fragt nach einem geilen Namen, weil er irgendwas crafted haben möchte. Und wenn man natürlich selbst was craftet, dann steht ja der Name des Crafters quasi da. Was ich eigentlich mega geil in dem Spiel finde, weil ich stelle mir mal vor, wie cool das wäre, wenn ich richtig viel crafte und das auf den Markt bringen würde, dann steht da einfach mein Name. Grashüpfer! Wie cool! Also manche haben echt coole Namen, die gefallen mir auch gut. So, Mentalist sehr. Er, einer mit Witz und Verstand, der Mentalist sehr. Ihr wurdet vom Ältesten gesandt, geht es ihm jetzt besser? Er hat sicher viel zu tun bei der derzeitigen Lage. Er vermisst euch. Er war vor einigen Monaten hier und wir haben angestoßen. Es war eine schöne Zeit. Ich frage mich, ob er wieder einmal vorbeikommt. Ich sollte das Grab der leuchtenden Flut beschützen. Ich habe davon gehört, aber soweit ich weiß, hat es eine Situation wie die momentan am Grab der leuchtenden Flut so noch nicht gegeben. Ich bin zwar allein hier, aber ich beschäftige mich noch immer mit der Welt. Ich habe schon angefangen, die Ereignisse zu untersuchen, bevor ihr auftauchtet. Habt ihr etwas darüber herausgefunden? Nach meinen Ergebnissen befindet sich die Quelle für die mysteriöse Kraft hier in der Umgebung. Hier? Böse Auren sind an mehreren Stellen südlich und westlich von hier aufgetreten. In diesem Zusammenhang sind auch zahllose Monster aufgetaucht. Das hat sicher auch etwas mit den seltsamen Ereignissen in letzter Zeit zu tun. Gibt es etwas, das ich tun kann? Diese bösen Mächte konzentrieren sich südöstlich von hier am großen See. Horden von Tarana, Schildwachen wurden dort gesichtet. Bitte helft uns, indem ihr euch dorthin begebt und etwas nachforscht. Versucht nach der
Gegenstände, einen der Gegenstände mitzubringen, den sie mit sich herumtragen, beispielsweise ihre Anhänger. Verstanden, ich komme bald wieder. So, und ich würde sagen, ich ende hier meine Aufnahme erstmal, weil ihr merkt sicherlich selbst, dass ich nicht mehr fließend sprechen kann. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass es reicht. Wir haben so viele Quests. Leute, wir haben einfach 19 von 20 Quests momentan angenommen. Ich habe den Überblick hier überhaupt nicht mehr, aber wir schaffen das. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal. Tschüss! Willkommen und guten Morgen zurück zu Perfect World International. Ja, wie wir gerade gesagt habe, es ist morgens und das bedeutet auch, dass meine Vögel ein bisschen aktiver sein können. Denn besonders heute sind die schon die ganze Zeit schon seit 7 Uhr morgens am Rumterzen. Es ist 10, also 3 Stunden sind die schon am Rumgeiern. Aber wir lassen uns jetzt nicht davon stören. Ich will ja jetzt momentan meine Erleuchtungsquest zum Ende bringen. Und dafür brauchen wir die Tauranenschildwachen, die mir ein bisschen zu nahe kommen gerade. Ja. Das wird wehtun. So wie wir gegen die kämpfen. Ja, Tauranenschildwachen, um die Tauranenanhänger zu bekommen. Hier haben wir auch um die Quest hier eingeblendet, mal ausnahmsweise. Und ich sollte mal ein Halb wahrscheinlich nehmen. Und schicke mich wieder zurück. Und dann machen wir natürlich 2 Crits und du bist weg. Ja, die Tauranen-Schildwachen, die sind halt so in der Nähe vom Silberteich am großen See. Okay, das ist kein See. Das ist eigentlich so ein Auslaufer von einem See. Okay. Ja. Vergiften wir dich. Doppelschuss. Und dann schicken wir dich wieder weg, bevor du hier zu nah kommst. So. Konzentrierter Kleber droppen die. Das machen ja meistens diese massigen Tiere. Also diese, ich weiß nicht, diese riesigen Massentiere. Nein, keine Ahnung. Was ich sagen wollte. Ich habe mir was überlegt. Ich habe nämlich auf die Website von Perfect World gerade geguckt. Und habe was entdeckt. Was habe ich entdeckt? Ja, das müsste ich natürlich jetzt erzählen, was ich entdeckt habe. Ich habe entdeckt. Ich wollte ja mir einen Mount über einen billigen Weg organisieren. Und damit habe ich dann wollte ich ja diese Kupfer, diese Drachenquest machen, was jetzt nicht so der Burner eigentlich ist. Und man verliert halt auch sehr viel Ingame-Geld, also Münzen verliert man ja, aber das wollte ich ja eingeben. Aber ich habe was rausgefunden, und zwar, ich habe es aber auch wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar gibt es ja auf den höheren, also nicht auf den Level 1 Drachenquest-Item, sondern auf den Level 2 Drachenquest, gibt es diese Drachenpunktwert. Dort unten stehen sie. Über dem blau geschriebenen. Und mit diesem Drachenpunktwert, das bedeutet, wenn man die Sachen bei einem NPC trasht, also wenn man die dort verkauft, bekommt man auf seinem Account, also ist egal mit welchem mit welcher Figur man das verkauft, bekommt man ja einen Punkt quasi, weil das der hier hat den Drachenwerk Punkt 1. Es gibt später auch noch höhere davon. Und da habe ich rausgefunden, und diese Drachenwertpunkte, die man dann so ansammelt, dadurch, dass man die Drachen-Items verkauft, die haben fast schon fertig. So, fliegen wir dem einfach mal weg. Dadurch, dass diese Drachenwertpunkte kann man damit dann einlösen gegen was anderes, und da gibt es auch ein Pferd, das ist zwar nicht die Silbermähne, sondern ein goldenes Pferd, aber das ist auch ganz hübsch, und ich glaube, das ist ein bisschen einfacher und für mich ein bisschen erholsamer, das auf diesen Weg zu machen. Ja, ich denke einfach, das ist die alte Baumwurzel jetzt das... Ich glaube, die alte Baumwurzel, ja, vertrocknete Baumwurzel gibt die Holzscheite, und das die alte Baumwurzel gibt grobes Holz, mein ich.
Ja, da haben wir grobes Holz erhalten. Wir haben die Quest fertig, deswegen gehen wir jetzt hier wieder zum Mentalist Seher. Die Entdeckung. Der Anhänger, den ihr uns gebracht habt, ist von großer Wichtigkeit. Offensichtlich steht er in Verbindung mit dieser fremden Kraft. Ich werde ihn weiter untersuchen und euch darüber auf dem Laufenden halten. Ich spüre es auch. Sie sind sehr geheimnisvoll. Während ihr mit dem Tauraner Schildwachen gekämpft habt, ist die böse Aura schwächer geworden. Bis jetzt hat sie auch nicht wieder an Stärke gewonnen. Ich hielt es für unmöglich. Ihre Schwächung öffnet uns neue Chancen. Ich frage mich, ob es denselben Effekt hat, wenn wir die anderen Standorte angreifen, in denen die bösen Auren konzentriert ist. Wie viele derartige Orte gibt es? Sei südlich von hier. Der Berg dort sind die berühmten Himmelsstufen. Die Konzentration der bösen Aura ist am östlichen und westlichen Fuß des Berges am stärksten. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Wartet, auf der Westseite ist die Aura extrem intensiv. Dort sind höchstwahrscheinlich schwerer zu bekämpfende Monster. Auf der Ostseite ist es sicher nicht ganz so gefährlich. Tötet am besten erst die dort beobachteten Steingralkrieger und vergesst nicht, anschließend ihre Habseligkeiten hierher zu bringen. Verstanden, ich komme bald wieder. Ja. Wie gesagt, wir hören jetzt den Yuki ein bisschen. Der ist halt eine kleine Nervensäge zurzeit. Ne, Yuki? So. Ich weiß jetzt nicht, an welchem Teil wir gerade sind, ob östlich, westlich. Aber auch diesen Bereich kenne ich schon in gewisser Weise aufgrund dessen, dass ich hier in der Nähe das Heu gesammelt habe. Ist ganz lustig. Ich habe nämlich hier auch auf meiner anderen Figur die Drachenquest-Items gesammelt. Boah, Yuki. Halt den Schnabel. Ganz schön nervig heute, weißt du das? Wegen dir sterbe ich hier noch. Ja, ist ganz lustig, weil ich hier auch schon Sachen gesammelt hatte und dadurch auch die Antilopenjungen wieder getötet hatte. So. Lass mich in Ruhe. Blödes Vieh. Jo. Willkommen zurück zu Perfect World International. Ich habe hier kurzzeitig eine Pause eingelegt gehabt. Nun sind wir wieder da. Schreib mal im Fraktionschat Hallöchen, Popöchen. Und wir waren gerade dabei. Und zu buffen natürlich. Ist das die... Ich guck gerade, welche Quest dort nochmal war. Das machen wir natürlich besser über das Questbuch. Ja, das ist tatsächlich der Groll. Das ist ein Steingral-Anhänger. Ach, richtig, von diesem Steingral-Krieger. So, jetzt nicht. Da hat Skype gerade mir ein Upgrade angeboten. Ja, warum hatte ich letztes Mal aufgehört? Ja, einfach aufgrund dessen, dass ich glaube, was anderes gespielt habe mit jemandem, mit meinem Freund. Und ja. Aber ich denke mal, das macht nichts. Diese, ja, der Teil hier, der jetzt hier kommt. Oh mein Gott, ich sterbe. Ah! So. Guter Start. So, haben wir mal direkt einen Chaospulver genommen, um das hier zu überleben. Hat natürlich auch funktioniert. Wenn hier mal, hier liegen so viele Münzen rum und ihr kennt mich ja, ich sammle das ein. Eine defekte orangefarbene Jade. Nee, gerade nicht. Gott, ich bin sogar unfähig, ein Kohlestapel. Ach, hier, guck mal, hier oben haben wir Mutieren. Mit dem müssen wir auch noch sprechen. Oh, das können wir ja gleich machen. So, dann einen Kohlestapel angesammelt. Ich habe eigentlich irgendwie nicht so Bock. Ach, da ist er. Oh, da ist er, ja. Ja, dann reden wir gleich auch direkt noch mit dem. Auch wenn ich gesagt habe, ich würde mich auch nur auf die Dings-Quest konzentrieren, aber das macht jetzt erstmal... Macht es mir nicht. Also wie gesagt, der Part wird jetzt auch nicht... Boah, wieso greife ich die ganze Zeit Monster an mit erhöhtem Leben? Das scheint mir nicht so gut zu sein eigentlich. Ich bin ja immerhin gerade gestorben. Vielleicht sollte ich mal auch einen Mana-Pot nehmen. Ach, einen HP-Pot. Mana-Pot kann ich gleich nehmen. Also jetzt hat er mir diese ein Dings unterbrochen. Jetzt kann ich auch einen Mana-Pot nehmen. Dann können wir gleich den Kohlestapel hier hinten auch nehmen. Ja, es wird nicht lange. Wir haben jetzt kurz vor 10.
Ja, ich habe beim letzten Mal immer so länger gespielt. Aber jetzt hat meine Ausbildung angefangen und deswegen muss ich halt auch zeitlich immer ins Bett, damit ich für den Tag ausgeruht bin, für den kommenden. Aber wenn ich nie wirklich aus, also ich hänge immer rum und könnte fast wieder einschlafen. Ja, deswegen wird wahrscheinlich die Produktion an Videos wird auch ein bisschen geringer wahrscheinlich sein. Das ist ganz klar, das passiert automatisch, aber deswegen habe ich, genau deswegen habe ich diese Regel, pro Tag nur ein Video veröffentlichen, weil ich lade ja nebenbei noch zigtausend Videos hoch, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen gut 50 Videos hochladen können. Und die reichen dann erstmal für... Also wir haben hier, wir sind jetzt im August, gerade Anfang August, und das Video werdet ihr wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen, ja. Ja, vielleicht nicht ganz nächstes Jahr, aber es kommt schon gut hin. Kommt schon gut hin, im Prinzip. Also, ja. So, habe ich Kung Kung eigentlich schon getötet? Ne, habe ich ja. Kung Kung brauchen wir auch noch. Das ist ja hier das weiße Vieh, was da rumläuft. Jetzt brauche ich noch ein Steingral-Ding. Mal gucken, wie viele Leute hier online sind heute. 9 Leute. Das ist ja wunderbar. Komisch, wenn die so nicht so erhöhtes Leben haben, sind die eigentlich relativ einfach. Ich meine, ich sterbe fast dabei, aber trotzdem sind sie einfach zu töten. Jetzt haben wir ein weiteres Elementfragment bekommen und einen Umschlag des Wraith-Offiziers. Das öffnen wir direkt mal. Und erhalten 5 perfekte Heiltränke. Und jetzt müssen wir noch Kung Kung angreifen. Ja, das ist ganz lustig hier. Total. Kung Kung, das ist ein Level 100 Monster, steht mit, Elementarimmunität. Ja, Elementarimmunität. Das bedeutet, wir können ihn nicht mit magischen Angriffen angreifen, aber mit physischen Angriffen definitiv. Und das war es eigentlich schon. Aber es ist halt ein bisschen kniffliger gemacht aufgrund dessen, dass, ja, dass, das ist ein bisschen schwieriger halt einfach gemacht, fertig. Dadurch, dass man wirklich nur physisch angreifen muss, ich meine, dadurch, dass wir Bogenschütze sind, so ist auch kein Problem mit Fernkampf, ansonsten muss man ewig dem Ding hinterherrennen. Möchtet ihr mal versuchen, den Berg selbst zu erklimmen? Ja, ich fliege einfach hoch, ne? Die besorgte Gärtnerin. Das Mädchen, von dem ihr spracht, ist die Kamillengärtnerin. Sie ist eine... Entschuldigung. Sie ist eine Expertin in Sachen Kamillen. Sie lebte auf dem Gipfel, wo die Bedingungen für das Gedeihen von Kamillen am besten sind. Doch die Invasion der Monster hat alle Bewohner vertrieben. Es wird sicherlich schwierig, die Samen zu finden. Allerdings wurde dort in der Nähe kürzlich ein mysteriöser Vogel gesichtet. Es schien, als ob er nach etwas suchte. Mysteriöser Vogel, was auch immer es ist, ich finde es heraus. So, da haben wir jetzt die Kamillensamen-Quest bekommen. Machen wir aber erstmal später. Ich wollte ja jetzt erstmal mit dem sprechen und ich sehe hier schon wieder ein paar, also ein Kraut. Hier haben wir noch Realgar oder wie das heißt soll auf Deutsch. Und noch Paolo Kraut. Ja, wir sind hier in Spanien plötzlich und dann heißt das Kraut auch mal eben Paolo. Mega gut. So, Mammutools brauche ich nicht. Beruhigungskraut kann man auch noch einsammeln. Ja. Lauf. Ich habe gar nicht die Leiste hier unten ausgeblendet, die mich immer stört. Weil die Auflösung ja so klein ist. Damit ihr auch alles schön lesen könnt, was hier abgeht. So, das schiebe ich jetzt hier hoch. Achtung, passt auf eure Ausrüstung auf. Ja, wir haben nur noch 444 Bolzen, aber das reicht. Wir hatten keinen Laufpack. Metallicea, der Groll. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Im Osten der Himmelsstufen ist die böse Aura schwächer geworden. Indem ich die Sterne und das Wetter konsoliert habe. Konsoliert das Wetter und die Sterne.